Wir träumen oft davon, ein völlig anderes Leben zu führen. Das Leben, das wir uns immer gewünscht haben und nicht das Leben, in dem wir hier festsitzen. Aha, ein Manbird! Hast du den etwa gefüttert? Du kranke Bitch! Leck meine Eier! Leck meine Eier! Meine Eier! Schnell weg hier! Ich persönlich denke, es ist besser, sich auf das zu konzentrieren, was unmittelbar vor einem ist. Jeremy! Ich bin weg! Oh mein Gott, nein! Ich hasse ihn in der Manbird-Zeit. Ja, ich bin zu spät. Sie scheinen ja gehen zu wollen. Und dazu noch angezogen wie die Village People. Twain hat die Integrationsbehörde geschlossen. Für einige, was war der Grund noch? Renovierungen, die allerdings überhaupt keinen Verdacht erregen sollten. Ich fahre in die Catskills und verbringe dort 3 Tage in einem weltberühmten Dämonenspa. Und sogar ich werde mir ein kleines bisschen Ruhe gönnen, indem ich mich in einen Scheintoten verwandle. Zack! Ich mache Jagd auf Manbirds, hoch im Norden. Leg meine Eier! Leg meine Eier! Ich könnte auch hier auf die Jagd gehen, wenn Manhattan nicht so voll von Vogelscheiße-Fans wäre wie Ihnen. Twain, das ist wirklich sehr großzügig von Ihnen. Das ist meine Art zu sagen, Sie sind unentbehrlich. Und jetzt raus mit euch! Quatschen Sie mich nicht an. Wenn Sie mich noch mal anfassen, bringe ich Sie um. Oh nein. Lass das. Da wir das Gebäude jetzt nicht mehr betreten dürfen, dachte ich, wir machen einen Ausflug ins Naturhistorische Museum, die Manbird-Ausstellung angucken. Na, was meint ihr? Er könnte uns jederzeit abschieben lassen. Klar! Ja, super! Wann wir das tun? Ich weiß, dass du die Leine nicht gern trägst, Doug. Und ich halte die Leine ja genauso ungern. Wie fändest du das Versprechen, bei der Gruppe zu bleiben? Sie sind alle weg. Erste Phase abgeschlossen. Die Manbirds stammen von einer Landmasse im Südpazifik, die von den Einheimischen Smegma-Insel genannt wird. Dort verbrachte 1967 der New Yorker Taxifahrer Vicca Minetti die Flitterwochen und entschloss sich, 2 der Exemplare mit nach Hause zu nehmen, da er sie zum Schießen komisch fand. Die schon bald geschiedenen Caminettis versorgten die beiden mit festem Schuhwerk und fütterten sie so hartnäckig mit Kleingeld, dass ihr ungewöhnlich anpassungsfähiges Verdauungssystem nun eine rein aus 1, 2 und 5 Cent Stücken bestehende Diät verlangt. Caminetti brachte den Vögeln auch ihre allseits bekannte kräftige Ausdrucksweise bei. Drücken Sie den Knopf für ein paar Beispiele. Leck meine Eier! Immer schön tief rein! Ich verpasse dir einen Maulfick. Was wohl passiert wäre, wenn diese Manbirds ein kultivierterer Mensch hergebracht hätte? Friss meinen Käse. Zeig deine Mumu. So, das reicht. Du machst es kaputt. Viele Leute halten den röhrenförmigen Fortsatz im Schritt fälschlicherweise für ihre Genitalien. Dabei handelt es sich nur um den Schurz genannten Federlappen, der ihre winzigen, hässlichen Geschlechtsorgane vor Gefahr, Sonneneinstrahlung und Hänseleien schützen soll. Schwerer, als es aussieht. Na denn, Leute, wer will einen Hotdog essen, ha? Huh? Gut, dann los. Abzählen. 1, 2. 1, 2. Nur 1. Nicht, lasst mich raten, ja? Leck meine Eier! Ich glaube, wir haben unseren Handtaschenräuber. Boss, Schrotflinten sind in der Innenstadt verboten. Da werde ich wohl den großen Hund loslassen müssen. Und mit großen Hund meine ich... Und mit... meine ich meinen Schwanz. Ah! Ich habe Old Blue seit zig Jahren nicht gesehen. Und mit Old Blue meine ich... Dass ich meine Hose ausgezogen habe, wirst du bereuen. Da! Ho, ho, ho! Reims! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Stopp! Leck mich am Arsch!
Oh mein Gott, was habe ich getan? Ihn umgebracht. Nicht ihn, das ist ein Weibchen. Mir sind die kleineren Hoden erst später aufgefallen. Hilfe, was stinkt hier so? Wie ein brennendes Stinktier in Durchfall getunkt. Sie hat ihren Todesspritzer auf meinen Penis gesetzt. Damit alarmiert sie alle Männchen. Ich bin gezeichnet, bis ich ihren Partner gefunden und gekillt habe. Um Himmels Willen, lasst mich rein! Sorry, Boss. Sie wissen doch, dass das nicht geht. Für uns sind Sie tot. Wie 1987, genau so. Sind Sie nicht ganz dicht? Mach doch an, ziehen Sie meine Hose an! Mach doch die Augen zu! Frühstück ist nur von 6 bis 7 Uhr. An Ihrer Stelle würde ich früh kommen. Bringen wir es also hinter uns. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Oh mein Gott, das ist dieselbe Socke. Du musst das Baby von dem Weibchen seiner Grimes gekillt hat. Oh, du siehst aus wie ein Albert. Albert. Oh, ich wusste es. 100% trainierbar. Ich kann dich auf keinen Fall hier lassen. Frère Jacques. Ja, klasse. Und jetzt probieren wir es als Kanon. Wart auf mein Zeichen. Warte auf mein Zeichen. Und das Zeichen sieht so aus. Da kommt es. Nein, das wird eher schlimmer. Und das macht mich nervös. It's getting to the point. Ja. Where I'm no fun anymore. Nein, du machst sie auf Crosby und ich suche Nash. Meine Höhe? Deine Höhe, die du bringen musst, kannst jetzt bitte diesen Ton einstimmen. Oh, oh, das ist der schöne Halten. It's getting to the point. Nanu, was stimmt nicht? Vorher war's besser. Was zum Geier treibst du hier? Ich könnte dir genau dieselbe Frage stellen. Das ist meine Oase hier, zum Entspannen und Ausruhen. Ich gehe nicht hier, um zwei Homo-Birds zu erleben, wie sich anrühren und anpinkeln. Mit einem kleinen Spaziergang habe ich bewiesen, dass man den Man-Birds die Vulgarität völlig abtrainieren kann. Du weißt schon, wie gefährlich es ist, einen Man-Bird von seinem Schwarm zu trennen. Er fliegt los, sobald ihm Flügel gewachsen sind. Morgen früh ist er weg. Ich habe echt keine Ahnung, wo er das hier nimmt. Wenn die Integrationsbehörde sie nicht fernhält, dann fallen die Manbirds in die ganze Stadt ein. Ich möchte nun gerne einen Toast aussprechen. Auf das Böse. Möge sich nichts und auch niemand in seinen bösen Lauf stellen und es hindern. Tja, und wie lange sind Sie schon Chauffeur? Das wird aber eine lange Fahrt. Ich dachte schon, dass du noch hier sein würdest. Ich habe die ganze Nacht an denen gestrickt. Krablack Rosa ist ein Purpurton, der überraschend schwer zu finden ist. Ich glaube, das war das Abscheulichste, was ich je sehen musste. Wohnst du jetzt etwa hier oben? Das nennt sich Mitgefühl. Okay, aber mein ganzer Stall hat ihm schon auf den Kopf gepinkelt. Was ist denn das? Im Schwanzkampf steckt total die große Kohle, besonders wenn man erst in der höheren Liga ist. Man-Bird-Coach bist du jetzt also. Du hast diese Plage aufs Dach geholt. Ich mach nur das Beste draus. Leck mein Eier! Hoch das Öckchen! Danke schön, Twain. Mit Vergnügen. Volle Nippelsichtung. Passen Sie auf, was Sie hier sagen. Was suchen Sie hier? Alles klar, Leute. Wir sehen uns dann später. Oder ihr bleibt. Alles cool. Ich fürchte, ich muss Ihnen eine Kleinigkeit beichten. Wissen Sie, ich habe Sie nicht wegen eines Urlaubs hergeschafft.
wenn Sie mir das Handtuch geben. Ay, Dios mío! Señor Grimes, ¿cómo está mi encuentra? Sie wissen, warum ich hier bin, Magdalena. La transformación. ¿Estás seguro de eso? Ich war mir noch nie so sicher in meinem ganzen Leben. Él me prometió que no usaría su pene para matar. Gary macht den Madison Square Garden klar. Und meine Schließung der Behörde hat die Manbird-Verordnung ausgehebelt. Und wie beabsichtigen Sie, 100.000 zahlungskräftige Manbirds dahin zu locken? Dort ist die Antwort. Arturo, der größte Schwanzboxer in der gesamten Manbird-Geschichte. Die Fans lieben ihn wie Kennedy-Münzen. Es könnte wirklich sein, dass sie damit richtig liegen. Er prügelt ihm buchstäblich die Pisse aus dem Leib. Nein, der Verprügelte ist Arturo. Oh. Wir verstehen nicht, was mit ihm los ist. Leck meine Eier. Oh. Er ist völlig verstört, weil sein Weibchen kürzlich umgebracht wurde. Leck meine Eier. Eine Handtaschenräuberin, sagt er. Eine Schande. Leck meine Eier. Aber sie haben einen Sohn, den er nie gesehen hat. Leck es ist vorbei. Eier. Er kann nicht mehr kämpfen. Leck meine Eier. Er will Rache. Den Schwanz des Mannes, der sie umgebracht hat. Ah, sieht ganz so aus, als hätten wir eine Dolmetscherin gefunden. Passwort. Esta es mi clave. Das ist wieder wie 87? Keine schnellen Bewegungen. Sie wittern ihren Todesspritzer an mir. Und das macht sie verrückt. Du Flutterfreak! Der Sieger! Hey, Vorsicht! Oh ja, gib mir seine Socke. Oh. Einer von euch weiß, wem die gehört hat. Du sagst ihm, der Schatten da in seinen Albträumen, das ist der Collector. Er will seine Socken. Sie hätten das Mundloch größer machen sollen. Scheiße! Ja! Kacke Ricken! Ich fürchte, ich habe mir den Schwanz schlimm verletzt. Ich muss sofort ins Krankenhaus. Adios! Oh! 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 Hier sind 37 Dollar. Mi gradué de medico! Wieso du dir diesen Kopf festnähen lässt und am mitboxt, verstehe ich zwar nicht, aber wir zwei werden richtig Kohle einsacken. Randall, ich bin's, Grimes! Oh. Ruh dich aus. Was nennst du ein Cameltoe? Los, zusammen mit dem Backen! Mr. Caminetti, hi. Grimes meinte, sie könnten mir behilflich sein, Alberts Vater zu finden. Kotze, typisch. Members verbrauchen 97% ihrer Gehirnkapazität in den ersten 48 Stunden. Im Grunde haben sie den kleinen Pisser verdorben, als sie ihm das Singen beigebracht haben. Aber ich könnte ihm die Manbird-Sprache beibringen. Manbird ist die schwierigste und am wenigsten verbreitete Sprache auf dem ganzen Planeten. Es gibt allein über 500 Variationen dieses Satzes. Sagt es laut, sagt es stolz. Leck meine Eier. Oh, Sie haben gerade meinen Vater einen Feigling genannt. Leck meine Eier. Jetzt fragen Sie nach Salat. Sie kommen 8-mal die Woche für 3 Monate. Sonntags 2-mal. Wird viel Arbeit am Kehlkopf. Hier, fühlen Sie mal, wie der Hals vibriert. Leck meine Eier. Leck meine Eier. Leck meine Eier. Gemerkt? Oh, ja, eine ganz schöne Resonanz. Würden Sie mich einen ganz kurzen Moment entschuldigen? Okay, Albert. Ich gehe unter keinen Umständen zurück zu diesem Typ. Darum bitte ich dich, hör dir mal Titel 35 an von meiner kürzlich erworbenen Playlist. Born free, as free as the wind blows. Immer noch ein bisschen flache Höhen in den Pausen, aber wirklich anständig sind deine Phrasierungen da drin. Los geht's, flieg, kleiner Manbird.
Das gibt Ärger. Sie haben ihn vom Dach geworfen. Sind Sie nicht Sozialarbeiter? Er sah bereit aus. Allerdings war es nicht. Ich führe in Gedanken Tagebuch, um wenigstens etwas langsamer in den Wahnsinn abzugleiten. Der Himmel weiß, wie viele Manbirds ich abgeschlachtet habe. Für sie bin ich nur der Kollektor, weil ich ihre Socken sammel. Und wie sie mich dafür hassen. Irgendwo tief in meinem Hirn vergraben liegt der Name Grimes. Aber ich weiß nicht mehr, was er bedeutet. Ich glaube, ich habe schon auf jedem einzelnen Dach in Manhattan gekämpft. Immer auf der Suche nach Arturo. Es ist alles ein einziger Nebel aus Flecken, Dammkäse und dreckigen Socken. Und eine Frage geht mir die ganze Zeit im Kopf rum. Wie kratzt man sich, wenn einem die Finger eingenäht wurden? Finde ich hier die Hausfrau? Mark ist nicht da. Hat einen neuen Vogel zum Spielen. Ich bin wegen dir hier und nicht zum Spielen. Kein bisschen. Die besorgt mir einen XXL-Krog mit extra Tomaten. Junge, du isst richtig gern Krogs, hm? Du managst also den Kollektor. Ja, er sitzt da vorn, hat einen Presslufthammer als Schwanz. Manbirds zahlen jede Menge, um ihn kämpfen zu sehen. Und der Käfig? Zum Schafmachen. Und lustig ist auch. Bring ihn her, Bumbles. Leck meine Eier! Komm und hol sie dir, Arturo. Ihre Stinksocke wärmt mein Wiener Würstchen. Irgendjemand eine Ahnung, was dieser Trottel da redet? Nicht ein Wort. Über 100.000 Manbirds werden morgen Abend im Madison Square Garden erwartet. Sie wollen mit ansehen, wie diese beiden Todfeinde aufeinander losgehen. Glücklicherweise berichte ich nicht von hier. Der Gestank muss ja unerträglich sein. Schnell, Sie berichten über meinen Fight in den Nachrichten. Ich bin zu beschäftigt im Moment. It's getting to the point where I'm no fun anymore. Dass der Song mich eines Tages nervt. Das waren die Münzen fürs Waschcenter. Hey, lass doch Wasser drin. Ich muss nachher meinem Fighter den Schwanz waschen. Aber Albert hat da reingepinkelt. Sehr sogar. Das ist okay. Ist viel Ammoniak drin. Oh mein Gott. Siehst du die Socken? Na, willst du den mal kennenlernen, deinen Dad? Ich nehme das mal als ein Ja. Und ein Verdauungsproblem mit 50ern. Fünfer, Zehner, 50er, hier sind die leckersten. Fünfer, Zehner, 50er. Sie sitzen vor mir? Ihre Nase ist ganz schön am Bluten. Ja, Kelly hat mir gezeigt, wo der Hammer hängt. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Drauf und ausweichen. Drauf und ausweichen. Drauf und ausweichen. Da sitzt ein Champion vor uns. Leck meine Eier. Deine Nullsprache ekelt mich an. Genauso wie der Gestank von deiner toten Alten auf meinem Schwanz. Hatte ich schon erwähnt, wie winzig ihre Eier waren? Was ist passiert? Ist Kelly zufrieden? Albert, neulich klappte es nicht so gut, doch du musst es tun. Jetzt sofort, sonst findest du deinen Vater vielleicht nie. Los, flieg, du schaffst das. Und außerdem ist das Kleingeld alle. Nun flieg, du weißt, was dir gut tut. Acht, neun, zehn, der Kampf ist aus. Wir sollen das ja nicht sagen, aber der ist fast tot. Leck meine Eier. Oh, Danny Boy, the pipes are calling from Glen. Ich wollte doch nicht weinen. And down the mountainside. Leck meine
Eier? Das wird ihn ziemlich traumatisieren. Ob es irgendwo einen Hinterausgang gibt? Wir möchten gern das Beste in den Leuten sehen. Da müssen wir ziemlich aufpumpen. Ist sich vor nicht sehr der Hammer. Oder auch etwas, das sie nie sein werden. Doch die Leute sind, wie sie sind. Und es ist wahrscheinlich nicht besonders schlau, sie ändern zu wollen. Leck meine Eier. Ehe ich mich schlagen lasse? Du hast mir dein Karamellpopcorn wirklich in perfektem Manbird angeboten. Was für eine feine Sprache. Wie wär's jetzt mit einer kleinen Handentspannung? Musik.